Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um Drachenviereck, Raute und gleichschenklige Trapeze. Das alles sind achsensymmetrische Vierecke. Okay, das was wir jetzt hier sehen, sind ja noch keine achsensymmetrischen Vierecke. Das erzeugen wir erst durch Achsenspiegelung. Konkret bei dem hier jetzt, da ist ein Punkt, der noch gespiegelt werden muss. Denn die anderen beiden Punkte des Dreiecks, das hier zu sehen ist, liegt auf der Spiegelachse, sind also Fixpunkte. Wenn ich das also jetzt spiegle, dann erhalte ich ein sogenanntes Drachenviereck. Und ich habe gleich schon die erste Eigenschaft mit dazu. Jeweils zwei Seiten sind gleich lang. Also, das heißt, ich habe irgendwo einen Punkt, der noch frei ist und zwei Punkte auf einer Spiegelachse. Wenn ich das spiegle, erhalte ich immer ein Drachenviereck. Und was für weitere Eigenschaften dieses Drachenviereck haben, das haben wir letzte Stunde kennengelernt und werde ich euch jetzt nochmal zeigen. Also, man hat natürlich zwei gleich lange Seiten. Das sind einmal natürlich diese Seite und diese Seite. Ist ja auch klar, die Achsenspiegelung ist längentreu. Das heißt, diese Strecke muss genauso lang sein wie diese Strecke. Damit ist auch diese Strecke genauso lang wie diese Strecke. Was können wir noch herausfinden? Sie haben zwei gleich große Winkel, aber nicht jeweils, sondern nur zwei gleich große Winkel. Das sind genau der Winkel und der Winkel. Denn wir wissen ja auch, dass die Achsenspiegelung winkeltreu ist. Also muss dieser Winkel natürlich auch auf einen Winkel abgebildet werden, der das gleiche Maß hat. Die beiden hier, die haben nicht den gleichen Winkel. Ist ja auch klar, hier hat keine Spiegelung stattgefunden. Und das Letzte, was wir dann noch beantworten mussten, war, dass es eine Symmetrieachse gibt. Also das ist gerade natürlich die Spiegelachse oder man könnte auch sagen Diagonale. Weil wenn das ein Viereck ist mit den Punkten A, B, C, D, ist es ja keine Strecke oder keine Seite in diesem Viereck, sondern es ist eine Diagonale. Der Unterschied zu diesem Gebilde ist jetzt, dass wir hier diesen Punkt nicht einfach weiter oben haben, sondern wir haben den exakt auf der Mittelsenkrechten dieser Strecke. Ja? Also hier war der Punkt quasi weiter oben, wir hätten dann auch weiter unten hin tun können, dann entsteht ein Drachenviereck. Wenn wir diesen Punkt, den wir aber noch spiegeln wollen, exakt auf die Mittelsenkrechte setzen, dann entsteht bei der Spiegelung eine sogenannte Raute. Und wenn wir hier die Eigenschaften überprüfen, dann kommen wir auf folgende Ergebnisse. Es gibt vier gleich lange Seiten, ist klar. Diese Seite wird gespiegelt darüber, diese Seite wird gespiegelt darüber. Also sind die jeweils gleich lang und dadurch, dass es auf der Mittelsenkrechten liegt, dieser Punkt, müssen die beiden Strecken ja auch gleich lang sein. Das war ja die Eigenschaft der Mittelsenkrechten. Alle Punkte, die da drauf liegen, haben den gleichen Abstand zu diesen beiden Punkten. Also ergibt sich natürlich bei einer Spiegelung vier gleich lange Seiten. Es ergibt sich natürlich auch, dass zwei Winkel jeweils gleich groß sind. Der Winkel und der Winkel durch Spiegelung, weil es winkeltreu ist. Und dadurch, dass wir hier ein gleichschenkliges Dreieck haben, das haben wir letzte Stunde schon gelernt, muss der Winkel gleich dem Winkel sein und damit muss der ganze Winkel hier auch gleich dem Winkel sein. Also, im Unterschied zum Drachenviereck, da hat man nur zwei gleich große Winkel, den da und den da. Jetzt haben wir jeweils zwei gleich große Winkel, nämlich die gegenüberliegenden. Und das Letzte, wir haben zwei Symmetrieachsen. Und zwar sind es nicht nur diese Spiegelachse, wo wir zur Spiegelung verwendet haben, sondern eben auch diese Achse, weil es ja eine Mittelsenkrechte ist. Das ergibt ja auch wieder eine Symmetrie. Also, Unterschied zwischen Drachenviereck und Raute ist einmal, dass wir hier das Freischweben quasi gespiegelt haben und hier über die Mittelsenkrechte, damit entstehen ein paar mehr Symmetrien. Die Symmetrieachsen stehen übrigens aufeinander senkrecht. Unterschied zum Quadrat ist, dass die Winkel keine 90 Grad haben. Ansonsten vier gleich lange Seiten, das ist dieselbe Eigenschaft, die auch das Quadrat hat. Die letzte Figur, die wir hatten, das nennt man ein gleichschenkliges Trapez. Wenn man das hier überprüft, dann hat man zwei gleich lange Seiten, jeweils zwei gleich große Winkel, also der hier und der hier, der hier und der hier. Und wir haben eine Symmetrieachse, die nämlich gerade durch die Mittelsenkrechte dieser beiden parallelen Seiten geht. Das war das Ganze mit dem Zeichnen. Also, heute haben wir achsensymmetrische Figuren kennengelernt. Drachenviereck, Raute und gleichschenkliges Trapez. Wir wissen, wie wir sie erzeugen können, zumindest beim Drachenviereck und bei der Raute. Wir wissen, wie wir sie unterscheiden können. Und wir haben die Eigenschaften kennengelernt. Beim gleichschenkligen Trapez sind zwei Seiten gleich lang. Da müssen wir aufpassen. Es gibt auch ein Trapez, da sind die Seiten, zwei Seiten nicht gleich lang. Das ist aber dann auch nicht achsensymmetrisch. Also nur diese drei sind achsensymmetrisch. Moment, zwei gibt's noch, Rechteck und Quadrat. Die sind auch achsensymmetrisch, aber das werden wir in der folgenden Stunde kennenlernen, denn die zwei Vierecke sind ja schon bekannt. Das war's, das Ganze bitte abschreiben, in euer Heft übernehmen. Die Vorlage findet ihr wie immer hier oben, auch unter diesem Link. Da könnt ihr das notfalls nochmal ausdrücken, wenn ihr das Blatt nicht zur Hand habt. Tschüss, bis zur nächsten Stunde!